Hey Leute, ich bin schon wieder und heute stelle ich euch ein weiteres Fehlerbild vom Kraulschwimmen vor, und zwar das Übergreifen des Armzugs. Ich mache das jetzt einmal kurz vor, versuche den Fehler deutlich darzustellen, und zwar wäre der Fehler, wenn der Arm nicht hier eintaucht, sondern eben über der Körpermitte eintaucht. Ich versuche das jetzt wie gesagt vorzumachen und danach stelle ich euch eine technische Übung vor, wie ihr das Ganze korrigieren könnt. Schaut zu. So. Ich denke, der Fehler wurde deutlich. Jetzt stelle ich euch die technische Übung zur Korrektur vor. Und zwar schwimmen wir jetzt einfach einarmig Kraul mit einem Ruhearm vorne, der hier ein Brett hält. Oder hier, das ist ein bisschen einfacher. Nehmt dazu ein großes Brett, dann habt ihr etwas mehr Auftrieb. Und es wird einfacher, den Arm sauber auf dem Wasser zu halten. Und jetzt geht es einfach nur darum, dass wir Kraul schwimmen mit einem hohen Ellenbogen und neben dem Brett eintauchen und dann der Zug zur Körpermitte hin kommt. Wieder mit Eintauchen, Zugphase, Druckphase und Rückholphase mit hohem Ellenbogen. Ich mache euch das Ganze jetzt vor, eine halbe Bahn pro Arm und ihr schaut einfach mal zu. Dabei könnt ihr jetzt entweder den Kopf permanent aus dem Wasser haben, dann wird es ein bisschen anspruchsvoller, gerade für die Körperspannung, für die Wasserlage. Oder aber ihr nehmt den Kopf mit ins Wasser und atmet eben zur Seite des Armzugs hin, seitlich ein und aus. Probiert das Ganze aus, es ist nicht schwer, es ist auch eine Übung, die sehr gut für die Anfänger ist. Wie gesagt, achtet darauf, vielleicht ein großes Brett zu nehmen, dann ist der Auftrieb größer und es wird einfacher. Und wir sehen uns wieder, wenn ich das nächste Fehlerbild vorstelle. Übt das Ganze bis dahin und bleibt fit. Ciao, ciao.